Hyundai konnte leider keinen Fahrer für sich gewinnen. Ford konnte zwei Fahrer für die kommende Saison verpflichten. Einmal ist es Confuser 3 und Adalbert Gammel. Adalbert Gammel wurde letzte Saison 10. mit 44 Punkten. Er verlässt Subaru und Honda und wechselt zu Ford und McLaren. Sein Motto ist, dabei sein ist alles. Chevrolet konnte ebenfalls zwei Fahrer für sich verpflichten. Einmal DRL Jules und einmal NBG Imperium. Jules wurde letzte Saison WM-Dritter mit 228 Punkten. Er bleibt bei Toyota und wechselt von Mercedes zu Chevrolet. Sein Ziel ist, konstante Podiumsplatzierungen und um die Meisterschaft kämpfen. Dodge bleibt mit Mampe in der Saison vertreten. Mampe wurde letzte Saison 16. mit 21 Punkten. Er hat Vertragsverlängerung bei Dodge und Mitsubishi bekommen. Das Ziel ist es, oft dabei zu sein und schöne Fights zu haben. Der Ford Mustang wird diese Saison nicht dabei sein. Kein Fahrer konnte vom Ford überzeugt werden, den Mustang zu benutzen. Auch Ferrari konnte zwei Fahrer verpflichten. Einmal ist es Confuser 3 und Red Power. Confuser 3 hat letzte Saison Platz 14 geholt mit 30 Punkten. Ferrari hat ihm eine Vertragsverlängerung angeboten, die er genommen hat. Und er wechselt sofort von Aston Martin. Er will Spaß haben, entspannen und so gut wie möglich fahren. Lamborghini konnte kein Fahrer überzeugen, ihren Sportwagen zu fahren. Alfa Romeo konnte Helipower 76 unter Vertrag nehmen. Helipower konnte letzte Saison keinen Punkt holen und wurde WM30. Alfa Romeo teilt sich den Fahrer mit Lexus. Helipower möchte gerne unter die Top 3 kommen. Der Honda NSX und ein Mazda konnten keinen Fahrer überzeugen. Mazda konnte zwei Fahrer für ihren Antensa überzeugen. Hitman und DL Markus. DL Markus wurde letzte Saison 6. mit 119 Punkten. Er wechselt von Jaguar und Toyota zu Mazda und Nissan. Sein Ziel ist es, unter die Top 5 zu kommen und das ein oder andere Podium mitzunehmen. Mitsubishi geht ebenfalls mit zwei Fahrern die Saison an den Start. Einmal Colanau und Mampe 2. Für Colanau wird es die allererste Saison sein. Aber nicht nur Mitsubishi, sondern auch VW kommt sich die Leistung des Fahrers sichern. Das Ziel von Colanau ist, eine persönlich gute Saison zu fahren. BMW konnte mit dem M6 Adi überzeugen, die Saison doch mit ihm an den Start zu gehen. Adi wurde letzte Saison mit 9 Punkten WM20. Nissan hat ihm eine Vertragsverlängerung angeboten, die hat er genommen. Er hofft, auf gute Rennen abzuliefern, um konkurrenzfähig zu sein. VW konnte für den Beetle sogar zwei Fahrer überzeugen. Einmal DLL Johnny und einmal DLL Jackal. DLL Jackal wurde letzte Saison WM5. Mit 180 Punkten. Er wechselt von Aston Martin und Subaru zu Mercedes und VW. Sein Ziel ist es, der beste Fahrer der DLL zu sein. Für die Mercedes AMG GT3 wurden drei Fahrer für die kommende Saison verpflichtet. DLL Johnny, DLL Charles und DLL Jackal. DLL Johnny wurde letzte Saison 4. mit 182 Punkten. Er verlässt Mitsubishi und BMW und fährt für VW und Mercedes. Er will Titelanwärter ärgern, Spaß haben und in die Top 5 kommen. Mercedes geht auch einmal mit den SLR an den Start und konnte Hitman für sich überzeugen. Hitman startet in seine erste komplette Saison. Mazda und Mercedes geben Hitman die Chance, sich zu beweisen. Er will offen die Punkte fahren und vielleicht einen Sieg holen.
Porsche war begehrt und hat richtig zugeschlagen mit 5 Fahrern, die man verpflichten konnte. Einmal Ocelot, Imperium, Ostergeschenk sowie Oliver, Rück und DRL Freezy. Imperium startete seine erste komplette Saison. Porsche und Chevrolet konnten die Fahrer verpflichten. Ein Ziel ist es natürlich, das ein oder andere Mal zu überraschen. Ostergeschenk wurde letzte Saison 8er mit 47 Punkten. Er verlässt Aston Martin und Peugeot und wechselt zu Porsche und McLaren. Ein Ziel ist es, ums vordere Mittelfeld zu kämpfen, wenn es geht sogar Top 5. Für den BMW Z4, M3 sowie Audi A8 konnte kein Fahrer richtig überzeugt werden. Für Citroën, Renault und ein Peugeot konnte auch kein Fahrer überzeugt werden. Peugeot konnte den aktuellen Champion unter Vertrag nehmen. Und zwar DRL Vegeta und letzte Saison Champion mit 284 Punkten. Auch Nissan wollte ihn verlängern und das hat natürlich geklappt. Er will ein paar Podestplätze kämpfen, was er sehr gut fände. Für den Toyota FT1 FTG wurden 2 Fahrer verpflichtet, einmal DRL Charlie und DRL Jules. DRL Charlie wurde letzte Saison Vizemeister und hat seinen Titel verloren, mit 282 Punkten, ganz knapp. Er bleibt bei Toyota und wechselt zu Mercedes. Das Ziel ist es natürlich, den Titel wieder zurückzuholen. Toyota geht auch mit seinem zweiten Wagen drin, und zwar dem Supra. Da konnte man Red Scharf verpflichten. Red Scharf wurde letzte Saison mit 34 Punkten 11. in der Wertung. Das zweite Team, was Red Scharf verpflichtete, war Ferrari. Er hat kein bestimmtes Ziel vorgegeben, er will einfach nur Spaß haben. Auch Nissan war sehr gefragt diese Saison und konnte 5 Fahrer unter Vertrag nehmen. Einmal DRL Vegeta, DRL Marcus, Agi sowie Oliver Rumor und DLL Freezy. Oliver Rumor wurde letzte Saison 18. mit 16 Punkten. Porsche konnte auch die Leistungen des Fahrers für sich gewinnen. Sein Ziel ist es, sich stetig zu verbessern. DLL Freezy wurde letzte Saison 17. mit 19 Punkten. Auch er konnte von Porsche und Nissan unter Vertrag genommen werden. Sein Ziel ist es, weniger zu buddeln und konstant besser zu werden. Auch Subaru konnte keinen Fahrer für die kommende Saison verpflichten. Jaguar, komplett Aston Martin und ein McLaren konnten die Fahrer nicht überzeugen. McLaren geht mit dem alten Fahrzeug an den Start und konnte 3 Fahrer unter Vertrag nehmen. Adelbert Gammel, Ostergeschenk und Ocelot. Ocelot konnte letzte Saison Platz 7 holen mit 73 Punkten. Er geht auch für Porsche an den Start. Das Ziel ist es, Platz 7 zu verteidigen und ein Podest wäre ein Highlight für ihn.